persönlich gesehen haben wir einfach eine grosse Verantwortung. Und die Gedankenlosigkeit der Leute allgemein, ist gleich wer sie ist, Fußgänger oder Automobilist, ist einfach gross. Ja, und natürlich auch schon Umwelt gehen. Man bleibt da nicht so verschont. Man gibt sich alle Mühe, aber es ist also schwierig, so ein 52-Tonnen-Fahrzeug auf den gewünschten Bremsweg zu bringen, wenn dann einer den Bremsweg abschneidet. Und eben vor der Weihnacht gibt es also wirklich eine Hektik, wo jeder muss sich eigentlich doppelt zusammennehmen muss, weil man ja für den anderen auch fast muss aufpassen. Und dann kommt es noch darauf an, auf die Witterungsverhältnisse. Das ist auch noch ein wichtiger Faktor auf der Strasse. Es gibt Tage, wo man Sachen nicht begreifen kann, dass das überhaupt passieren kann. Ja, da bin ich am Felserei gestanden, mit einem Tramzug. Und ein Kollege kommt mit einem anderen Tramzug entgegen. Und ich sehe, ich muss selber zuschauen, wie meine eigene Mutter dem von das Tram anläuft. Und der Kollege hat sofort gestoppt, es hat gelangt. Aber er hat dann dieser Frau alle Jean gesagt, was ja im Grunde genommen nichts genützt hat, weil die Mutter nichts gehört hat. Mir selber ist auch schon am Schaffhausenplatz ein Unfall passiert, der sehr dumm gegangen ist. Wo die Frau ist hinter sich aufs Gleis runtergelaufen und hat wollte schauen, was unten aufkommt, mit einem Kind an der Hand. Und in dem Moment, wo meine Ecke gerade dabei zu ist, steht sie drin runter. Und dann hat sie sich halt nachher umgeschupft. Und sie hat dann eine Fraktur gehabt. Und dem Bub hat es zum Glück praktisch nichts gemacht. Aber die Sachen beschäftigen einem dann sehr, wenn es Personenschaden gibt. Es gibt sogar solche, die praktisch nachher nicht mehr weiterfahren können, weil ihnen das einen halben Schock gibt. Wenn einer nicht mehr fahren kann, dann hat er die Möglichkeit, um sich wieder auffangen, dass er im Depot arbeiten kann. Und das hat schon vielen geholfen.